Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix mit mir, dem Emerius und auch hoffentlich euch, den Zuschauern. In der letzten Folge haben wir mehr oder weniger ein Leben gefristet als Schattenlurch, bis eine sogenannte Prinzessin der Herzen uns davon erlöst hat. Und wir befinden uns in Hollow Bastion, wir sind aus Hollow Bastion rausgelaufen, beziehungsweise mit dem Gummijet zurückgefahren, um uns mehr oder weniger zu sammeln, würde ich mal sagen. So, und ich bin hier rumgelaufen, in anderen Welten habe ich schon mal nachgeguckt, wegen einem Trio-Tag, habe jede Menge Zeug gesammelt, habe ein paar Level gemacht und ja, wie ihr sehen kann, ich habe ein paar Level gehabt. Habe auch schon einiges gebastelt. Und habe die drei bisweiligen Cups alleine mit Zora gemacht, wodurch ich für den ersten Cup alleine zu machen Combo Plus bekommen habe und für den Hercules Cup Volltreffer Plus bekommen habe. Ich habe natürlich zuerst den Hercules Cup gemacht alleine, um zu gucken, ob die immer noch die schwachen Herzen sind oder die starken. Natürlich waren es die starken, deswegen habe ich auch Volltreffer Plus zuerst vor Combo. Plus natürlich. Gefecht Plus ist auch eine sehr schöne Sache, erhöht die Chance auf Feinde zu treffen, dass man von den Monkeys bekommt, wenn man, ich glaube, über 15 Items geschmiedet hat, dann kriegt man das, was sehr nett ist zum Leveln. Das habe ich bekommen mit Level Up, trifft mit Combo-Attacken, selbst wenn die Attacken daneben gehen, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Charmeur ist ganz okay, aber ansonsten, da kann man eben mal ausrüsten. Die sind mehr oder weniger dieselben geblieben, aber hatte ich schon gezeigt, dass Goofy den Nintendo-Schild bekommen hat. Sehr schönes Ding. Könnte natürlich noch was Neues bekommen und ja, hier so Kaliware, Dreigestirn, alles sowas, was so selbst gebastelt ist. Dalfgarn, Ring, was auch immer das heißen soll. Habe auch mit Sid geredet, der gesagt hat, so von wegen, wo Sora gesagt hatte, wir müssen zurück nach Hollow Bastion, wir haben einen Freund zurückgelassen. Und Sid so, nee, das machst du aber nicht, Jung, weil da sind jede Menge Herzlos und die würden euch zerpflücken. Ihr braucht einen neuen Weg. Also brauchen wir einen neuen Navigummi. Und natürlich hat er ganz netterweise einen Navigummi in diesem Versteck unter Merlins Haus. Großzügigerweise. Und jetzt machen wir uns auf den Weg dahin. Schauen wir nochmal. Geppetto gesprochen, wir haben dann FFS Aerith bekommen oder so. Ja, und Goofy hat mittlerweile auch schon eine richtig lange Lebenslinie. Ja, aber machen wir doch mal ein paar Kämpfe, ne? Schön mit Konter kann man natürlich schön durchziehen. Aber Tomahawk macht halt extrem gut Schaden. Ah, schade, war nicht da. Aber kann man direkt nochmal machen. Und weg mit dir. Aber guck mal, okay. Schon mit Charmeur. Oh, wir haben kein MP mehr dafür. Ja, guck das an, der Schaden, den kann man mittlerweile ganz gut abhaben. Gott sei Dank. Der war ja echt übelst. Aua. Donald hat auch extrem viel MP mittlerweile. Und immer noch Chocobomb. Ich habe zwar ein neues Schlüsselschwert bekommen. Im Wunderland habe ich eins gefunden. Glücksbringer oder so hieß der. Edilak. Im Englischen. Ja, hier. Das. Aua. Aber der ist nur zwei schwächer als Chocobomb. Aber dafür macht er 2 MP. Was eigentlich ziemlich krass ist. Dafür, dass das eigentlich nicht nach einem Magie-Schwert aussieht. So, dann noch schnell schön die MP-Sachen benutzen. Perfekt. So, weiter wollen wir noch schnell zu Merlin. Ich habe auch zum Beispiel in einer Truhe in, naja, Nimmerland kann ich ja nicht schlecht sagen, auf dem Piratenschiff, aber eine Truhe mit der Kraft des Windes. Deswegen haben wir auch Aero-Ra. Wir haben also die ganzen Ra-Zauber. Aber uns fehlt jetzt die ganzen Gar-Zauber noch.
Vollgar, Eisgar und so weiter. So, noch heilen lassen. Merlin. Zur Höhle. Das ist der nettere Weg, finde ich. Auch wenn wir hier nicht unbedingt die Kamera bewegen durften. Warum war Skyri hier? Was für eine geheimnisvolle Zeichnung. Sie hat etwas Hypnotisches. Ja, dann wollen wir mal hin. Na, schnell fliegen ist halt immer noch nicht drin. Da haben wir das Navi-Gummi. Und genau das, was wir brauchten. Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it. Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Sora hat Sterntreue erhalten. Dafür kriegen wir auch die Trophäe Sterntreue. Es tut mir leid. Ist dies das Jenseits? Ich bin nicht bereit. Noch nicht. Nicht, bis ich Sora und Kairi ein letztes Mal gesehen habe. Riku, kannst du mich hören? Ich bin bald da. Wer ist da? Ich schaue das andere Schlüsselschwert. Welches zu dieser Welt gehört. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber die Dunkelheit in deinem Herzen hat mich ferngehalten. Wer bist du? Was ist mit mir passiert? Dein Herz hat den Kampf gegen die Dunkelheit gewonnen, aber für deinen Körper war es zu spät. Deswegen bist du hier, an diesem Ort der Dunkelheit, wo sich Herzen sammeln. Was soll ich also tun? Die Tür zur Dunkelheit wird sich bald öffnen. Aber es ist eine Tür, die wir nicht durchstreiten können. Sie muss von beiden Seiten geschlossen werden. Dafür braucht es zwei Schlüssel. Und
2 Herzen. Dankeschön, Handy. Vielleicht bist du aus dem gleichen Grund hier wie ich. Vielleicht ist es Schicksal. Schicksal, hm? Scheint sie alles zu wissen, wie? Dann sag mir, geht es Sora und Kairi gut? Fühlst du nicht die Echos ihrer Herzen? Du kennst die Antwort bereits. Sieh in dein Herz. Okay. Ein bisschen aber ruhiger gewesen. So, wir haben Sternentreue erhalten. Ich kann jetzt mal Herzensbrecher zeigen. Lady Luck, Maximum MP, Steigzeit. Und hier haben wir Sternentreue, Maximum MP plus 1. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt und Ausführung von nachfolgenden Volltreffern. Ist zwar nicht so groß wie Chocobo, aber plus 2 MP und Sternentreue ist halt einfach ziemlich cool. Also vom Aussehen her finde ich Sternentreue mega. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Lissit. Damit er uns das kleine Gummi einbauen kann. Und dann geht's zurück. Zurück nach Hollow Bastion. Aber wir haben ja einen Freund da gelassen, wie Sora es sagte. Aber erstmal gibt's wieder mal. Deswegen finde ich Tomahawk auch ziemlich nice. So, komm her. Und klingt halt ziemlich lustig. Ding dong, ding dong. Aua. So. Ja, jetzt wieder. Volltreffer. Volltreffer macht schon ganz viel aus. Und Goofy hat mittlerweile richtig gute Stats. Also richtig viel Angriff und HP. Aber der muss sich auch nicht um sowas kümmern. Wie AP. Noch nicht zumindest. Und weiter. Weil wir gehen ja eh danach zu einem anderen Speicherpunkt. Und da brauchen wir eh keinen Mana für. Ja, je mehr Schirme wir ausgerüstet haben, desto weiter können wir auch die ganzen Gegenstände einsammeln. Was ziemlich nett ist. Nicht notwendig, aber nett. So, Sid. Gefunden? Okay, dann werde ich es mal montieren. Alles klar. Ihr geht los, wann immer ihr wollt. Ich wünschte, du müsstest nicht alle diese Gefahren bestehen. Tja, zu schade, nur dass wir der Held dieser Story sind. Und deshalb müssen wir es. So, dann nochmal schön speichern, ne? Und dann auch in den Gummijet, den ich auch jetzt nochmal umgebastelt habe. Nach der Stadt Traverse ist ein neues Wurmloch entstanden. Wohin es wohl führen mag? Merkwürdig, ich spüre magische Energien in den anderen Welten. Bestimmt ist es wohl sinnvoll, noch einmal alle zu besuchen. Ja, die habe ich alle schon besucht. Ein Turboantrieb, mit dem kann für kurze Zeit beschleunigt werden. Ja, das war das letzte, was ich gemacht habe. Sieht doch stylisch aus mittlerweile. Jetzt mit den neuen Ultima und Sanctus und was auch immer Gummis. Und ein Schutzschild, dass uns nichts passiert. Ah, mit Viereck mache ich den Turbo. Schön Spezial einsammeln. Für die ganzen leckeren kleinen Dingelchen. Unter anderem auch das ein oder andere Planchen. Ja, wir machen ja so ziemlich alles kaputt. Schön. Einfach alles draufhalten. Schutzschild brauchen wir nicht. So.
alles aussammeln. Guck mal, alles wegmachen. Easy. Falls wir getroffen werden, noch ein Schutzschild. Kann es eh nicht passieren. Dieses gute Ding haut schon echt rein. Das sieht doch ganz lustig aus. Du kannst es halt jetzt gerade nicht von vorne sehen. Alles kaputt machen. Juhu! Da wird gleich ein bisschen unsere Energie leer, aber da kriegen wir noch voll. Wieso so? Ja, unser Schiff macht halt ziemlich alles. Ist ganz schön weg. Vom da unsere Laserschüsse jetzt auch einfach von Ziel zu Ziel springen, was natürlich noch mal ein bisschen krass ist. Anvisierter Ding doch. Na schade. Neuer Highscore. Hallo Bettchen. Wir dürfen nur landen. Das heißt, wir müssen da wieder hochklettern. Ach guck mal, wie ist das hier? Wo ist Bär? Immer noch im Schloss. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube, sie bleibt freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da drin. Warum wohl? Fangen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. Ja, schön, dass du mitgehen möchtest, aber wir brauchen unsere kleine, lustige Gruppe für das ein oder andere Trio-Tag. Sie können jetzt dafür wieder so hochlatschen. Vor allem, warum war das Biest da unten? Wenn doch Belle da drin bleiben möchte, warum beschützt er sie nicht da drin? Hm. Naja, hier war das weiße Trio-Tech. Zack, zack. Blitzgar-Gummi. Ja, super. Noch zwei. Nicht ganz schlecht. Weil Blitzra schießt zwei nach rechts und links, nicht geradeaus. Das ist ein bisschen doof. Und Blitzgar-Gummi schießt so eine dicke Rakete ab und zu nach vorne. Also in Intervall. Nicht, wenn es lustig ist. Alle Gegner sind halt tougher wieder. Sonst würde es ja nicht lohnen, die zu bekämpfen. Ach ja, und ich habe diesen neuen Luftangriff bekommen. Mit dem wir uns drehen. Ja, super. Tolle Arbeit. Dürfen wir wieder hochgehen. Und noch mehr Gegner machen. Schön mit Tomahawk. So, haben wir es. Und mit Dreieck, wenn man Gegner anvisiert, kann man sagen, dass Goofy und Donald auf die draufgehen sollen. Auch eine Funktion, die ich vorher noch nie gewusst habe. Na, schön verzögert, damit ich noch was treffe. Nicht zwangsweise. Aber... ja, und da war unser Dreher. Ziemlich nette Fähigkeit, muss man ganz ehrlich sagen. So, ab in die Wandelhalle. Und Tomahawk. Wir haben eh relativ gut Mana. Na komm. Na gut, Goofy macht das. Rubinsplitter. Ist ganz okay. Aber von denen hätte ich auch ganz gern etwas anderes. Nämlich so wie der Defender sein Schild verlässt, so lässt der seinen Zauberstab oder zumindest eine Art Zauberstab fallen. Für den Donald. Und den hätte ich auch ganz gerne. Ja, gut. Donald ist mal wieder down. Ist ja nichts Neues.
Thank you. Ja, wir können eh noch wieder was spenden, weil Bell ist doch bestimmt in dem kleinen Raum namens Bibliothek. Okay, dann macht ihr das. Der Sucher kann auch auf diesen Geländern rutschen, aber das ist so belanglos. Das muss nicht sein. Und fehlen trotzdem noch diese ganzen Bücher. Warum die sein sollen? Das habe ich gerade eben gesehen, so aus dem Augenwinkel. Dachte ich mir, das sieht aber komisch aus. Ja, so. Wo war denn der Fünfer? Nee, du bist nicht gelb. Oh, der war oben. Müssen wir noch mal kurz nach oben gehen? Ja, da haben wir auch die Sequenz. Oh, Bell. Du willst das Schlüsselloch versiegeln, richtig? Bitte sei vorsichtig. Tief da drin tobt die Dunkelheit. Wir haben sie bis jetzt zurückgedrängt. Wir? Aber wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir übernehmen das. Okay. Das ist für dich. Bekämpf damit die Dunkelheit, wie das Biest es getan hat. Oh, Sentifol haben wir bekommen. Ah, schon wieder so früh gedrückt. Sentifol? Okay, eure Durchschlagkraft und Trefferquote zeichnen ihn aus. Führt aufeinander folgende Volltreffer aus. 13. Das Ding hat aber Power. Aber sieht nach einem recht kurzen Schlüssel aus. So, Moment, da war doch hier hin. Ja, hier ist er doch. Ach ja, und da haben wir den anderen Band, der uns gefehlt hat. Elis Tod, der hier unten ist. Der war der hier? Ja, wo war der nochmal? Ach ja, der war ja hier. Nein, nicht nehmen. Sora, was bist du für ein Dudel? Mich hier wieder reinstellen, genau. Also echt, wer hier Unordnung so verzapft hat, der gehört gehauen. Und Weißmagie Band 4. So, das ist auch der letzte Band, soweit ich das beurteilen kann. Das fehlt. Also so, hier ist Weißmagie Band Stufe 4. Okay, wo geht's denn hier lang? Nochmal ein Liftschacht. Ach, guck mal. Nein. Genau den. Komm mal runter. Ach, 97, 98, 99 ist die Albertina. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich noch. Ja, jetzt wollen wir noch ein paar Dalmatiner. Und für der Lift jetzt? Okay, wofür denn? Und ich habe da rechts noch eine Truhe gesehen gehabt. Also nicht da rechts, sondern vorhin rechts. Das ist auch eine Truhe. Hm. Da hätte ich mich nochmal umdrehen müssen. Ja, wie lang ist denn die Sequenz bitte? Kann der Aufzug mal ein bisschen schneller fahren? Ach, guck mal. Und das nächste Dingelchen. Und was ist hier drin? Spirit Gummi. Was ist das alles für ein dummes Spirit Gummi? Ich. Ja, super. Da dürft ihr jetzt
echt mitgucken. Kannst du das überspringen? Nein, selbst Start drücken passiert nichts. Gar nichts. Oh. Da ist ja Ungeduld pur in mir. Ne? Ja, mach noch mal hin hier. Das ist ja furchtbar. So, da hinten, da sehe ich da noch einen Schatztruhe. Die hätte ich auch gern. So, wir nähern uns ja mehr oder weniger dem Ende, kann man auch die Folgen ein bisschen länger machen. So, Wandelhalle, weiter geht's. Wir wollen natürlich wieder auf die Nase ab. Aua! Aua! Hallo, nimmst du das mal? Was hat mich denn jetzt getroffen? Ja, gut. Hä? Was ist das? Aua! Komm her! Was? Du komisches Etwas. Du unsichtbares Etwas. Energietropfen. Also die ganzen Tropfen werden von so besonderen Gegnern verloren. Und das war einer dieser besonderen Gegner. Ich habe mich schon gewundert gehabt. Na? Noch einer? Ja. Na, komm schon. Wie schnell der wieder weg ist mit der Scheiße. Bleib hier. Warum müssen unsere unsichtbaren Gegner hier drin sein? Und auch noch, wie schnell der ist. So, haben wir ihn. Ach, wir sind natürlich noch nicht fertig. Also, über ein, zwei Stufen geschlittert, kein Problem. Ah, schön mit dem Centipore haben wir ein bisschen mehr Power. Das heißt, die ganzen Kämpfe werden mal schneller abgehen. Hätte ich gern vor dem Training gehabt. Aber egal. Ich hatte meinen Chocobo. Noch ein Splitter? Ja. Noch nehmen wir sowas. So, ich glaube, dann war es das erstmal hier. Müssen wir mal ein bisschen weiterlaufen, ne? In die zigtausend Liftschächte. Ah, natürlich erstmal in die und reinlaufen. Schön. Bis ich das ganze Zeug gesammelt hat. Eingangsportal, ja. Nochmal die Zimmer. Oh, mit einer Kombo, sehr schön. Ich hab da vom Level immer so 3-4 Kombos mit ihm drauf. Hallo? Wo ist da noch ein Gegner? Ach da. Beziehungsweise das ist ein ganz geiler Sport. Ach, wie schön, dass es nicht mehr so viel Zeit zu verbrauchen, um die zu finishen. Ja. Oh, das tut so gut gerade. Dumm, wenn man mit einer Kombo zu zeigen, wer hier der Boss ist. Na, aber war noch eigentlich schnell genug. So. Meine Güte.
nervige kleine Biester. So wieder die lange, lustige Fahrt im im Schacht. Nein, im Lift. Im Schacht gibt es keine lange, lustige Fahrt. Deswegen wäre ich mir... Deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Ach ja, toll zu warten, ne? Liebe Leute. Ich drück nach rechts und springe. Das ist so langsam jetzt. Oh, so viel Schaden zu machen. Oh, das ist super. Ich kritte noch relativ häufig. Ja gut, wir haben auch noch Volltreffer plus zweimal, also... Häufiger kritten ist schon so die Devise. Donald, du solltest dich am besten noch einmal heilen. Dann hast du nämlich auch deine Magie verschwendet. Und dann kriegst du sie ja wieder nach einer gewissen Zeit. Wir sind zumindest fast da. Fast, fast. Gott sei Dank, endlich vorbei mit dieser Zeitprellerei hier. Weiter geht's. Liftschacht, die 23. Auch hier. Ich frage mich, wo dieses eine Trüchen war. Dass man runterziehen konnte. Hm. Muss noch mal gucken. Ich mache eh so diese ganzen Kleinigkeiten eh offscreen. Muss man ja nicht wissen. Aber so diese tollen geheimen Bosskämpfe am Ende, die zeige ich euch alle auch noch. Und auch gewisse andere Sachen. Aber hier sowas von wegen Eisen sammeln, Dalmatiner sammeln, muss ja nicht gezeigt werden. So lange weiter. Ah ja, tatsächlich. Ist ein relativ kurzes. Schade. Das ist immer so. Richtig. Bäh. Ich hätte zum Beispiel mit Chocobo jetzt ihn getroffen. Aber egal. Wahrscheinlich kommen diese alle hier so nach wegen Gefecht plus. Aber besser sicher kann ich mir nicht sein. Ist jetzt gut mal hier. Maximum LP. Okay, ein bisschen mehr HP. Kann ja nicht schlecht sein. Also. Oh, die alle mit einem Schlag. Also schon nicht ganz verkehrt. Gut, dann machen wir den und Goofy macht den kleinen. Oh. Auf der anderen Seite. Hier gibt es nämlich noch eine Truhe. Wie hoch schmeißt du die denn? Auch noch total falsch. Roterra-Kette. Ja, der Stopp war jetzt nicht notwendig. Ronald. Ich wollte schon sagen, wie lange hält der Stopp jetzt an? Ich hab noch verzögert, aber es hat nicht mehr gereicht. Ach, so schön, die Leute so damit wegzumachen. Kostet halt nur Mana ziemlich. Aber es ist trotzdem besser als jetzt zweimal Blitz zaubern. Zum Beispiel. Wie kommen wir da hin? Vernünftig. Also an Sprungstärke fehlt es uns ziemlich dafür. Ach guck mal. Machen wir das so. Ach, die Würmer, die halten das aus. Ah, egal. Der letzte Schlag von den jeweiligen Skills.
macht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden als die anderen. Deswegen hat der Wyvern gerade den, also der zweite Wyvern hinter dem ersten, den nicht überlebt gehabt, obwohl er volle HP hatte. Also ich denke mal, er hatte volle HP. Sehen konnten wir es jetzt nicht. Zwangsweise. So. Weiter geht's. Kapelle. So, endlich bei den guten Ladies angekommen, würde ich mir sagen, das war's erstmal für heute mit Kingdom Hearts Final Mix. Und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.